Die ersten grünen Knospen und Blätter sprießen. Das machte Lust auf Laufen in der freien Natur im Puschkin-Park Cottbus. Ich mache beim Citylauf mit, weil ich eigentlich Lust habe und weil wir dafür in Sport auch eine 1 kriegen. Und ich habe es jetzt jedes Jahr eigentlich mitgemacht, seit der ersten. Und naja, also ich habe immer so Mittelfeld bei der Platzierung gehabt. Ja, also mir macht Citylauf sehr viel Spaß und ich renne gerne und freue mich immer, wenn ich eine gute Platzierung bekomme. Ich bin auch so mehr im Mittelfeld und ja, ich freue mich einfach auch, wenn ich in Sport eine gute Note dann habe und ja. In unterschiedlichsten Altersstufen ging es beim 25. Citylauf ins Rennen. Mit einer Laufstrecke von 1,5 Kilometer waren die Sprinter gefordert. Intersport als Hauptsponsor der Veranstaltung und der Leichtathletikclub Cottbus sorgten mit vielen Helfern für einen reibungslosen Ablauf der Rennen. Die Teilnahme war sehr groß. Unter anderem gab es wieder einen Firmenstaffellauf, wo Unternehmen und Vereine gegeneinander antraten. Jasmin Bär von Kimbia Sports bereitete sich auf den Staffellauf besonders intensiv vor. Ja, ich bin Jasmin Bär, bin 17 Jahre alt und naja, wir wollen probieren, um hier möglichst gut auf dem Podest zu landen. 3, 2, 1. Am Firmenlauf waren 9 Staffeln beteiligt. Jasmin startete als zweite Läuferin und übergab die Staffel auf Platz 3. Zwischenzeitlich war sie sogar auf den 4. Platz abgerutscht. Das Gesamtergebnis bestätigte die Erwartungen dann doch mit einem Platz auf dem Podest. Wir sind Dritter geworden und das ist eigentlich ganz gut gewesen. War ein bisschen mit dem Kopfsteinpflaster ein bisschen komisch, aber es hat sich ganz gut gelaufen. Insgesamt nahmen 1500 Läufer an den Rennen teil. Ein tolles Ergebnis im Jubiläumsjahr des Cottbuser Citylaufs. Die schönste Strecke ist jetzt hier im Puschkin Park. Von der Natur her gesehen ist es für alle erholsam gegenüber den Strecken auf der Straße hier am Altmarkt. Ja, sonst die vielen Teilnehmer, wir hatten über 35.000 Läufer in den 24 Jahren davor gehabt jetzt. Und ich denke, wir haben sehr viel erlebt hier und wir haben sehr viel für die Stadt getan, um populär zu sein. Für Günter Segebrecht war es das letzte Jahr als Organisationsmanager. Welche besonderen Momente bleiben ihm da in Erinnerung? Der erste Startschuss am 25. war schon ein Höhepunkt. Ja, ist ein Vierteljahrhundert, denke. Und ein Olympiajahr ist eigentlich was Besonderes. Die kleinen Bambinis wurden vor ihrem Lauf alle mit einer 1 eingekleidet. Es ging nicht darum, wer gewinnt, sondern um die Motivation für Sport in diesem Alter. Und vor allem, um Spaß zu haben. Das wurde von den Kids begeistert angenommen.